Hallihallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von... Na, wenigstens ist hier sauber. Genau, Lara. Wir waren das letzte Mal hier im Louvre. Jetzt wirklich stehen geblieben. Hier kann es jetzt weiter wegen und ich kann jetzt endlich den Katzenimpaktor euch mal zeigen. Hey, vous, plus un geste. Ja, er hat ein bisschen verspätete Reaktion, wie ihr seht, aber es funktioniert. 30 Frames, 60, wie auch immer. Und ist ja auch egal. Wir haben jetzt Spaß auf eine etwas andere Art und Weise, weil viele von euch kennen's. Leute, die mein altes LP gesehen haben, wissen, worauf ich anspiele. Ich rede von Laserstrahlen. Deswegen werden wir jetzt ohne große Umschweife einfach mal reinspringen, genau. Nein, das hat einen anderen Zweck. Nämlich, dass dieser Typ hier ausgelöst wird. Und dass dieser Typ ausgelöst wird und dass wir uns jedes Mal, wenn wir reinspringen müssen, nicht erst diese Cutscene ansehen müssen, um dann letztendlich speichern zu können. So. Gut, dann rein. Fronten werden geklärt. Ich habe alles erklärt. Dann wollen wir jetzt mal. Ich glaube, ich habe jetzt zweifaches Multisampling an. Allerdings ist das Level hier nicht so ganz anspruchsvoll. Von daher. Ja. Gut. 1, 2, 3, 4. Hoch. Mädchen, hoch. Der erste Sprung ist nicht ganz so anspruchsvoll, die danach nachher dann schon. Ihr seht's ja. Läuft bis jetzt wie am Schnürchen. Aber auch nur bis jetzt. Es kann ja noch kommen, es kommen ja auch noch Leute. Ich bin ja, glaube ich, erst... Ich bin einmal so reingesprungen, ne? Ja, einmal bin ich so reingesprungen, weil ich Leute. Ansonsten aus Versehen bin ich nämlich einmal reingesprungen. So. Die lassen los. Alles klar, wir sind hier. Ja, es geht weiter. Ist aber nicht weiter schlimm. Ja, ich sag ja. Wo springe ich denn da immer gegen? Lädst du? Ja. Ah. So, geht auch. Und jetzt gibt es wieder zwei Wege. Ich zeige euch natürlich beide. Habe ich ja versprochen, werde ich auch tun. Deshalb rein hier. Full HD übrigens. Jetzt bekommen wir erstmal eine schöne Kamerafahrt. Indem wir ein paar Typen gezeigt bekommen. Jetzt seht ihr hier, hier sind auch Laserstrahlen. Die tun uns noch nichts. Und das Schöne ist, das Neue an Tomb Raider Angel of Darkness ist, dass sie robben kann. Für Leute, wenn ich das vorher schon reingeschmissen habe und Leute das gesehen haben sollten, dies ist mit diesem unvollendeten ersten Level. Dazu müsste man erstmal schleichen. So, ich weiß nicht ganz, wie war das. So. Ah. Alter, ist noch einer, ne? Bin mir nicht sicher. Ja.
Man kann sich doch bestimmt... Nein? Ich weiß, es gab mehrere Wege. F5? Okay, ich probiere es noch einmal. Wenn es dann nicht geht, dann nehmen wir halt den Weg, den jeder nehmen würde. Okay, es geht nicht. Machen wir mal zwei Typen kalt. Der verbuggt da ein bisschen, aber das macht nichts. Er hat hier eine Kreditkarte für uns. Und der Louvre ist ein richtig geniales Level, wie ich finde. Ich zeige euch das Level gleich nochmal genauer. Ich muss hier nur mal einmal mal Chanel Klatsche machen. So, jetzt ziehen wir hier dieses. Ich bin nicht stark genug. Aber stark genug, um diesen Typen zu töten. Bist du ja wohl. Ich zeig's mal. Ja, Schnauze. Übrigens, hallo Dumbledore. Und irgendwelche Gemälde. Louvre war hier noch nicht. So. Also ihr seht, es gibt dann doch nur einen Weg. Einfach durchrennen und die Typen erledigen. Macht aber nichts. So, jetzt ist Lara nämlich starker. Stärker. Ich werde wahrscheinlich noch stärker sagen, weil ich den Patch schon wieder rausgenommen habe. Weil ich wie eigentlich mal wieder mein System neu aufgesetzt habe. Aber das macht nichts. So, wir schieben das Ding jetzt hier einfach. Nein. Ein bisschen dichter ran, so dicht es geht. Weil... wir sehen da schon, was da uns da so entgegenblitzt. Der Mona Lisa. Die blitzt uns entgegen. Und die sollen wir jetzt nicht klauen, aber überspringen. Sehr schön. Perfekt. Wir sind durch. Links wären jetzt, glaube ich, noch ein paar Pickups oder so. Ne, links ist gar nichts. Okay, dann gehen wir halt rechts. Danke. Es ist ein wenig verbuggt heute. Aber es läuft mit 60 Frames, also soll man sich nicht beklagen. So, hier kann sie wieder stehen. Und wir kommen im nächsten Abschnitt. Was ist hier? Weiß gar nicht, was ist hier? Nichts. Oder doch? Ich brauche mal andere Waffen. Ich hasse die State. Na, eigentlich liebe ich sie. So, da war also nichts, aber man kann ja mal gucken. Ich kenne das Level ja selber zwar so gut wie in- und auswendig, kann euch aber trotzdem alles zeigen. Und es gibt ja bestimmt nochmal Sachen, die ich mir selber noch nicht reingezogen habe. Was sind alles nur Lüftungsschächte? Wir bewegen uns ja im Lüftungsschatten. Es ruckelt leicht, aber auch nur leicht. Bam, 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 bam. Und Leute, warum sind die Aufrufe so niedrig? Ich meine, 10 Aufrufe und in einem Video. Heute habe ich geguckt, hat das Video erst 3 Aufrufe. Ja, das ist doch nicht mehr normal. Es muss doch an irgendwas liegen. Ich meine, ich habe 80 Abonnenten, da warte ich wenigstens 50 Aufrufe. Hey, wo, Priorgest! Hol deine Knarre jetzt raus! Diese Frau, die schafft mich. So, da geht's jetzt noch nicht lang, weil wenn wir da jetzt hingehen, dann würde sie sagen, ich bin nicht stark genug, etc. Deswegen lassen wir das auch gleich. So, wir gehen erstmal gleich den Weg, den wir gehen müssen. So. Zack. Hoch hier. Yay. Und hoch.
Und immer weiter hangeln, soweit es geht. Und wenn die Kraft hoch alle ist, dann einfach hochgehen. Und kurz warten, bis die sich dann wieder aufgeladen hat. Muss ich ein bisschen beeilen, weil nachher mit meinem Vater kommt, dann wollen wir wahrscheinlich wieder mauern. Ja, wir mauern, wir bauen viel, schönes Wetter, das nutzen wir eiskalt aus. So. Und weiter kann's gehen. Mit Klaus Peter. Und Mademoiselle Kaviar. Die ja, wie wir erfahren haben, in einer der letzten Parts nicht mehr unter und den Lebenden weilt. Ich ja selber schuld, wenn man sich mit Lara Croft anlegt. Aber wir waren es ja nicht. Wir sind ja unschuldig. Lara! Gehst du da jetzt bitte mal runter? Dankeschön. Von hier aus kann sie jetzt nämlich, glaube ich, von einem bestimmten Punkt aus... Oh, Lara, es reicht. Die Grenze ist überschritten. Sehr schön. Los, 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 los. Das war dumm. Aber wir schaffen's. Gerade so. Ja, wir schaffen's. Ich bin stärker. Ich bin stark, Herr. Ich würde sagen, wir gehen erstmal oben lang, oder? Würde ich sagen, ja. Dum, 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 dum. Lara bewegt ihren Arsch mit zu der Musik, die sie eigentlich gar nicht hören dürfte. Dum, dum, dum. Ja, bei so einer Musik muss ich auch mal die Presse halten. Ist einfach so. Gehen wir dem Brecheisen bei und wisst ihr, was wir hier drin finden? Wo geht's da unten weiter? Ich glaube, wir finden hier ein zweites Brecheisen oder so. Wo geht das hier lang? Ich kenne das gar nicht. Hier müssen wir noch nicht hin. Gut, dann F9. Habe ich nicht ohne Grund gespeichert. Ich speichere immer ohne Grund. Aber diesmal nicht. So, jetzt warten wir hier schön. Ach, Leute, ich hab grad mal Bock drauf. Lasst mal die 50er den 50er Kaliber rausholen. So. Was ist das eigentlich mit Schlüssel? Hab ich nie wirklich drauf geachtet. Ah. Hier ist soweit, glaube ich, nichts. Nee. Sehr schön. Aber trotzdem F5.
Einfach nur, weil wir gerade die Frames so weit von dermaßen runtergehen. Ich bin unschuldig, guckt, stirb. Wow. Ich glaube, der passt hier jetzt. Aber ich glaube, das, was ich hier gemacht habe, ist gerade unnötig. Warum hast du deine Milch verschüttet? Es war ein Unfall. Du warst ein Unfall. Bam! Oh, sie ist nicht stärker. Beschiss. So, das kann sie ja nur in Tomb Raider 5. Ich glaube, hier war auf beiden Seiten nichts, aber ich kann es ja euch zeigen. Ich habe ja Zeit, das Let's Play muss ich noch ein bisschen ziehen. Es war ein Unfall, ich habe ihn aus Versehen getötet. Du warst doch ein Unfall. Oh Mann. Nicht so tief sinken. Bin schon wieder viel zu tief gesunken. Ich glaube, diese Türen kamen sie vorher nicht rein, weil sie nicht stark genug ist, glaube ich. Oder war. Scheiße. Wo geht's denn da überall noch rein? Das schaue ich mir gleich in alles in Ruhe an. Da kommt sie gar nicht rein. Und wie viel wetten wir, dass sie da auch nicht reinkommt? Ich setze 2 Cent. Sag ich doch. Okay. Wo geht's denn da hinten? Das würde mich ja doch nochmal interessieren. Das schauen wir uns jetzt an. Wo hab ich zuletzt gespeichert? Nee, scheiße, das ist doof. Ich habe ja einiges mitgenommen. Ich hasse die Stage. Das Spiel sieht in zweifach Multisampling echt nicht schlecht aus. Vor allem 60 Frames, wo ich es mit rendern werde. Mit Sony Vegas. Pro 13 für die Leute, die es interessiert. Lara, muss ich jetzt jeden dritten Schritt sagen, wo du lang willst? Nicht dein Ernst. So. Dum, dum. Aber die Mucke rastet auch gerade richtig aus. Och man. Mucke, gerade wo ich dich erwähnt habe. So, jetzt wartet mal. Hier ist diese Leiter. Mich würde ja doch nochmal ganz schön interessieren, was da so ist. Also, würde ich sagen, gucken wir doch mal nach. Übrigens, ich sage ja immer, meine Zahlen so an. Beim Let's Play. Das Problem ist, als ich das letzte Mal angesagt habe, hatte ich noch, ich glaube, 75 Abonnenten. Jetzt sind es schon, ja, sagt schnell. Jetzt sind schon 84, also ich glaube, ich brauche eigentlich keine Zahlen mehr angeben, weil sie einfach nicht mehr stimmen, wenn diese Videos online kommen, das ist es eben. Deswegen werde ich ab jetzt selten Zahlen ansagen. Specials und sowas werden überraschend kommen. Oder ihr schaut einfach mal auf meinen Kanal, dann wisst ihr es, wo geht's denn hier rein? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Da war mein Schlüssel jetzt, oder was? Wo geht das hier rein? Ich kenne das nicht. Ah! Hier, das ist ein Secret. Für die Leute, die im ersten Level gescheatet haben und sich die Brechstange nicht geholt haben. Jetzt haben wir wirklich... Ich kann es euch zeigen. 2. Ah, aber ich wusste gar nicht. Ich habe den Weg nie genommen. Nie. Okay, dann wieder hoch. Nicht schlecht. Also ihr seht schon, ich erforsche mit euch die Level. Also ihr... Wie gesagt, ich werde nicht alles finden. Aber ich werde versuchen, euch so gut wie alles zu zeigen. Das wird jetzt auch in den nächsten Leveln übrigens schöner Himmel. Schöner Sternhimmel, fällt mir auch gerade so auf. Es wird jetzt vor allem in den nächsten Leveln auch nachlassen. Also hier so Ausgrabungsstellen und so geht es noch. Aber in Leveln, wo ich selber nur einen Weg kenne, da werde ich auch nur einen Weg nehmen. Oder Level, die mit einem Weg schwierig genug sind. Ja, ich werde euch nur auch nicht 20 Arten zeigen, wie man Boas besiegt später. Oder Enkard oder so. Das werde ich einfach machen, wie ich das für richtig halte. Und dann ist die Sache erledigt. Also... Ja, aber was sowas hier so angeht, so einfache Level noch, da braucht ihr keine Angst haben, dann mache ich das mit euch. Machen wir einfach mal so. Neuer Levelabschnitt. Louvre Galerie.
Lara, guck mich mal kurz an. Danke. So. Lass mal hier reingehen. Ach so. Ja, schön unauffällig, Lara. Sag mir das doch, dass wir die 50er Kaliber noch drin haben. Den habe ich noch nicht. Gehen wir mal hier rein. Ah, neulings, ne? Keine Chance. Sie sagt ja jetzt hier keine Chance. Ihr müsst einfach euch duken. Und beim Duken, da gibt es so einen kleinen Trick, kriegt ihr die Gasmasken. So, jetzt haben wir 3 Gasmasken. Das heißt, wir haben später im Laufe des Spiels, ich will jetzt nicht spoilern, aber es haben bestimmt einige Leute. Wenn ich schaue bei LSLP, dann ist das Level belagerte Galerien. Das werden bestimmt Leute kennen. Ja. Werden die ganz schön einfach, weil wir können einfach die Gasmaske aufsetzen und dann, ja, egal. Wisst ihr? Dann ist uns das ganze Level egal. Wir holen uns dann noch die eine Gasmaske wegen Power-Up, Sprinten und so. Weil wir ohne das nicht weiterkommen und dann ist das Level eigentlich schon Geschichte. Hey, vous, plus un geste. Er hat verspätete Reaktion, müsst ihr verstehen. Falsche Kamera. Falsche Kamera. Falsche Kamera. Welche Kamera war das? Ah, Mademoiselle hat es gern ordentlich. Ja. Eins, vier, sechs, drei, neun. Nee, kein Edding. Stift. 1, 4, 6, 3, 9. Wenn ihr meinen Arbeitsplatz ab und an mal sehen würdet, ne? Ich glaube, ich lasse euch das mal für das 100-Hour-Special irgendwie. Weil wir nennen es dem ja mit Riesenschritten. Dann müsstet ihr mal sehen, was ich mir allein für meine Let's Plays schon alles für eine Kommentare mache. Das ist der Wahnsinn. So. 1, 4, 6, 3, 9. So, ich will euch ja das komplette Level zeigen, ne? Das heißt, wir lesen uns jetzt alle Informationen durch. Wo können wir denn anfangen? Hier. Viel Spaß. Achso, ja. Ich dachte, sie macht jetzt mal was Sinnvolles, außer arme alte Leute auszurauben. Gehen wir mal hier hin. Okay, viel Spaß. Die 5 Stiche der Finsternis. Ah, hier steht etwas über die Stiche der Finsternis. Angeblich enthalten sie verschlüsselte Karten, die zu den Verstecken der Gemälde führen. Na, das hört sich doch gut an. Da, der gleichen Meinung bin ich auch. Gemälde der Finsternis. Ich habe hier etwas über die Gemälde der Finsternis gefunden. Ursprünglich gab es 5 auf Holz gemalte Bilder. Sahen wohl aus wie russische Ikonen oder so. Gemalt hat sie der dunkle Alchemist Peter van Eckhart im 14. oder 15. Jahrhundert. Alle 5 Gemälde zusammen bilden eine sogenannte Sanglyphe oder ein Blutsiegel, was es damit wohl auf sich hat. Die Lux Veritatis haben Eckhart die Gemälde abgenommen und mit religiösen Motiven übermalt. Aber wer waren die Lux Veritatis? Angeblich ist in jedes Gemälde ein Machtsymbol aus Metall eingearbeitet. Deshalb ist Eckhart so scharf auf die Bilder. Ihr seht schon, das Spiel geht gerade ganz schön ab. Aber egal, wir holen uns jetzt mal den Ausweis, den wir brauchen. Das ist der Ausweis, den ich brauche. Ja, schrei nicht so. Dann war's das? Oder steht hier noch irgendwo was? Nein, gut. Dann würde ich sagen, raus hier.
aus diesem Saftladen. Die Aufnahme wird ganz schön lang sein, weil Louvre ja auch ein bisschen umständlich ist. So, wir setzen hier den Sicherheitsausweis rein. Ein. Ja, ich versuche wirklich alle Sachen, die wir so haben, vorzulesen. Diesmal, das habe ich ja das letzte Mal überhaupt nicht getan und deswegen, ja, muss sein. Das ist ein schneller Weg nach unten, den könnt ihr euch mal merken. Müsst einfach so springen. So. Knarre raus und lass uns mal weitergehen. Hey, vous, plus un geste. Sache hat sich für mich eigentlich erledigt. Lara, ich musste nicht alle Familie sagen, wo du hin musst, oder? Gut. Hier geht's auch übrigens, glaube ich, nur in eine Richtung, soweit ich weiß. In der anderen ist wirklich gar nichts. So. Ah. Liegt hier nicht irgendwo noch? Ja. Liegt noch ein Medikit. Ja, und ist ja schön, bevor wir es einsammeln können. Praktisch. Gut, dann gehen wir hier auch rein. So. So. Schwupps. Perfekt. Jetzt nähern wir uns dem Ende des Levels entgegen. Hier geht's noch lang. Und wir gehen jetzt mal uns über den Weg, den wir gekommen sind, so gut wie wieder runter. Allerdings ist das ein anderer Weg. Er sieht ähnlich aus. Westeingang oder sowas. Den sie jetzt gesperrt haben wegen Bauerarbeiten. Über den könnt ihr euch mal merken, über den kommen wir später auch wieder rein. Also. Nee, nicht ganz. Okay, durch hier. So, ich gehe mal rechts. Hier ist nix. Da ist nix. Lara. Gut. Übrigens ist das auch schön, weil ich quackel jetzt ja mehr. Das heißt, wenn jetzt so eine langen Sachen sind, wo sie sowas vorliest oder so. Ne? Dann kann ich mich auch mal in Allsinn nur ausruhen, mal einen Schluck saufen. Was weiß ich, so sind die hier nur. Denkst du, da kann man ja auch noch was vorlesen lassen. Die sind nur Deko, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns mal ins nächste Level spazieren. Yay, die Ausgrabungsstätte. Hier sehen wir uns aber erst das nächste Mal wieder bei meinem Let's Play von Tomb Raider The Angel of Bugness. Bis dahin, ciao.